Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update-Video zum Spiel Farm Together 2. Es gibt ein paar Sachen und die sind jetzt auch von den letzten ein, zwei Tagen noch recht frisch hinzugefügt worden, die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Es werden natürlich noch viele, viele weitere Sachen kommen, aber ich wollte mal so ein kleines Update-Video machen, was bisher noch dazugekommen ist und was ihr vielleicht sogar übersehen haben könntet. Unter anderem auch deswegen, weil ihr es vielleicht aktuell gar nicht so nutzt. Mein persönlicher Favorit, kann man so sagen, ist diese Sache. Wir haben nämlich jetzt alles in einem Raum. Das war früher normal in Farm Together 1, also zumindest zu der Zeitpunkt, wo ich gespielt habe. Allerdings war dies nicht möglich in Farm Together 2, als das Spiel hier rausgekommen ist. Und jetzt können wir wieder alles in einen Raum machen, was natürlich für später eigentlich egal ist, weil da wahrscheinlich jeder dann die Sachen in einen eigenen Raum stellen möchte. Aber was gerade für einen Anfang, weil bei mir sieht es natürlich jetzt auch sehr dürftig aus, mit anderen Worten, hier ist alles total kahl, da sind nur diese Standardsachen noch drin. Und entsprechend ist es für mich natürlich ganz praktisch, wenn ich einfach ins Haus reinlaufen kann, einmal hier so die Runde machen kann, alles anklicken kann und dann wieder rausgehen kann. Ist nun mal eine Art Zeitersparnis, kann man nicht anders sagen. Und das ist jetzt möglich, weil man kann alles in einen Raum reinstellen. Eine weitere Sache, die ich noch erwähnen möchte, ist ein permanentes Inventar. Und zwar, wenn ihr auf Escape drückt, dann auf Einstellungen und dann auf Benutzeroberfläche. Und wenn ihr dann so ein bisschen hier runter guckt, hier steht neuerdings Lagerbestand. Ja oder nein? Und hier rechts könnt ihr das schon lesen. Lagerbestand zeigt ein kleineres Inventar des Ressourcenbildschirms an, um schnell nachzuschauen, welche Ressourcen fast voll sind. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt hier auf Ja einstellen und wieder rausgehen, dann sieht das Ganze so aus. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt nicht daneben steht, was es ist. Aber ich sag mal, eigentlich sind die Symbole ja selbsterklärend. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wenn wir das normale Inventar angucken, dann haben wir ja das gesamte Inventar angezeigt. Das hätte ich persönlich jetzt ein bisschen besser gefunden, wenn man das ein bisschen breiter gemacht hätte. Das war, glaube ich, auch die Möglichkeit, so wie es früher gewesen ist, dass das Ganze ein bisschen breiter war und von den Feldern her halt ein bisschen kleiner. Ich meine, es ist groß genug, man kann auf jeden Fall sehen, was es ist. Das hat sich jetzt hier, so wie ich es verstanden habe, wirklich nur darauf bezogen, auf die Sachen, ja, wie es halt da drin steht, die bald voll sind. Das heißt, das wird wohl von oben nach unten skaliert. Was ist komplett voll? Das wäre bei mir grundsätzlich immer die Wolle, immer die Blumen. Und danach sind in der Regel immer Weizen und Fische komplett belegt. Ja gut, und die Äpfel, die sind normalerweise auch, aber die sind jetzt gerade frisch verkauft worden. Das sind so bei mir die Hauptsachen, wo ich sowieso weiß, dass die immer komplett zu viel sind, weil, wie gesagt, man hat halt kein großes Inventar bisher im zweiten. Ich habe jetzt einen Durchschnitt, ja, ich sag mal so, es ist sehr unterschiedlich natürlich. Ne? Bei den Blumen habe ich jetzt zum Beispiel einen Schnitt von etwas unter 800, also 790, weil ich auch dementsprechend die Lager natürlich hoch gemacht habe. Honig haben wir ja noch keinen im Spiel. Käse habe ich nur ein paar, die ich dann halt eben mit anderen aus dem Dorf getauscht habe. Ebenso wie eigentlich Milch, aber da gibt es auch noch ein kleines Update zu. Ja, und Marmelade konnte ich mittlerweile jetzt auch im Dorf tauschen. Und Salz habe ich sogar auch ein- oder zweimal tauschen können. Also da habe ich jetzt auch vier im Bestand. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ich meine, man muss ja nicht die Zahlen dahinter schreiben oder so, aber ich hätte es schon besser gefunden, wenn man zumindest das ganze Inventar drin hätte. Ein bisschen verkleinert, ein bisschen mehr rechts und links in die Länge gezogen und dann kann man ja immer noch aussuchen, ob man das unten frei haben will im Bild oder ob man das Inventar eingeschaltet haben möchte. Eine weitere Änderung, die ihr vielleicht schon mitbekommen habt, wenn ihr selber spielt, ist: Der Regen ist zurück. Es war ja in den ersten Tagen, glaube ich, so, dass es zwischendurch mal geregnet hatte. Und dann wurde der Regen aber rausgenommen, weil der Regen ein bisschen buggy war, weil der die Felder nicht mehr bewässert hat. Und eigentlich soll der ja die Felder bewässern, sodass, ich habe jetzt hier, doch hier habe ich was, wo es wächst. Ihr seht ja unten links diesen Tropfen, diese Tropfenanzeige. Und die soll so ganz langsam aufgefüllt werden, wenn es regnet. Und das hat eben nicht funktioniert.
Das funktioniert jetzt aber und es gibt auch wieder Regen. Ich habe einen kleinen Beweis, nämlich einen Screenshot. Bei mir hat es nämlich jetzt zweimal schon geregnet in den letzten Tagen. Ja, und ich gehe davon aus, dass das nicht das Einzige sein wird, sondern dass das Ganze so angepasst wird, wie es auch im ersten Teil war. Dass wir dann vielleicht demnächst auf unseren Feldern Schnee sehen werden oder ähnliches. Wir sind gespannt. Ich habe zu dem Thema jetzt noch nichts gehört, aber ich gehe davon aus, dass da auch hinter den Kulissen fleißig dran gearbeitet wird. Eine nächste Erneuerung, die euch eventuell schon aufgefallen ist: Wir haben eine neue Deko, ja, ein neues Dekoteil bei uns im Inventar. Und zwar, wenn ihr hier oben auf Dekorationen geht im Menü, dann könnt ihr euch diesen wunderbaren Picknicktisch aufbauen. Und wenn ihr ihn einmal hingestellt habt, könnt ihr auch damit interagieren und könnt euch mit Freunden an den Tisch setzen, ein bisschen besprechen, wie euer Tag denn so gewesen ist. Und ja, eurer Inspiration sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Eine weitere Erneuerung hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich das immer sehr gerne gehabt habe auf meinen Farmen. Und zwar ist mit dem letzten Update etwas hinzugekommen, nämlich die Erdbeere. Ich habe sie leider bisher noch nicht abgeerntet, weil ich es immer erst dann abernte, wenn ich auch wieder was Neues setzen kann. Und ja, so sieht die Erdbeere aus. Die Daten dazu zeige ich euch auch noch kurz. Und zwar könnt ihr die Erdbeeren für 2800 pro Feld kaufen. Sie gibt euch 2 XP, ist allerdings nur im Frühling setzbar. Das Ganze dauert dann 10 Stunden, es sei denn natürlich, ihr verkürzt das Wachstum durch Wasser. Und ihr bekommt dann einen Ertrag von 3250 Geld, Gold, wie auch immer, einer Beere. Und ihr erhaltet jedes Mal pro Feld 68 XP. Damit kommen wir dann zu der letzten Neuerung, die ich jetzt noch hier besprechen möchte. Sie sind endlich da. Genau, sie muhen schon im Hintergrund. Die Kühe sind ins Spiel eingezogen. Ich zeige euch das Ganze auch nochmal in der Vorschau. Also ich weiß jetzt nicht genau, ab welchem Level die freischaltbar sind. Ich weiß, mit Level 60 war es, glaube ich, sind sie schon freigeschaltet, aber ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell darunter aussieht. Und zwar haben wir hier, beginnen wir mal mit der Holsteinkuh, das ist die erste. Ich habe sie auch gerade erst drauf gemacht, deswegen kann ich euch zu den anderen natürlich noch nichts sagen. Die kostet stolze 1875 für ein Feld. Also wenn man das mal vergleicht, das sind, ja, mittlerer Bereich von den Hühnern, sage ich jetzt mal. Ich meine, die Schweine sind jetzt auch nicht so viel billiger. Sie braucht 2,5 Stunden, bis sie nochmal neu, ja, geerntet werden kann, in Anführungszeichen. Also bis man die Milch, die ja damit dann auch neu eingeführt wird ins Spiel, also neu im zweiten Teil jetzt, bis man diese dann erhält. Die Kuh braucht Salat und muss einmal pro Stunde gefüttert werden. Und ihr haltet dann pro Feld einen Ertrag, also aktuell jetzt auf Stufe 1, von 340 Gold. Dann natürlich einmal eine Milch pro Feld und 26 XP. Ja, das waren jetzt so alle Neuerungen, über die ich heute mit euch sprechen wollte. Es wird, denke ich mal, in nächster Zeit noch einiges kommen. Wenn es dann wieder so ein paar Neuigkeiten gibt, dass es sich lohnt, darüber ein eigenes Video zu machen, wird das auf jeden Fall auch noch hier online gestellt. Ansonsten bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Ganzen steht, ob ihr die Neuerungen gut findet, ob ihr sie vermisst habt, wie beispielsweise die Kühe. Oder was euch sonst noch so in den Gedanken kommt. Aufs Spiel bezogen, bitte. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.